Moin, moin, Leute, und herzlich willkommen zurück zu FNAF World, in der immer noch diese seltsamen Steinungetüme hier stehen. Mal gucken, ob man hier wirklich alle einzeln plätten müssen. Und ich habe nochmal nachgeschaut, das war letztens übrigens Cyrix HD, der mir den Tipp gegeben hat mit den ganzen Attacken, aber auch der Snow Golem Hunter, darf ich auch nicht vergessen. Er hat mich auch informiert so ein bisschen, aber sehe ich gerade, die Viecher kannst du gar nicht angreifen. So eine Scheiße. Lass mal schnell kicken, ihr seid Level 11. Hier noch Level 10, also mal wieder die zweite Party ein bisschen leveln, alles klar. Der Endo 01, das war wohl der allererste. Wie kriegst du die? Achso, hab ich es jetzt gerade einfach aktiviert, weil ich habe Leertaste gedrückt und schon ging's los, oder war das jetzt Zufall? Auf jeden Fall die zweite Gruppe leveln. Munchies, Birthday und Poiseball. Dem ich ein Steinviech habe mich letztens fertig gemacht, diesmal nicht, Freunde. Der kleine Willi wird das nämlich sofort verhindern müssen. Bisher schlagen wir uns auch ganz gut. Vielleicht Wasserhose schon? Jawoll! Nur 30% Gesundheit. Sehr gut. Ne, das war Zufall. Also kann man die Viecher so doch noch nicht mehr. Aber. Die sind doch nicht grundlos da. Irgendwas musst du da noch machen. Bin ich mir sicher. Oh. Da waren wir am Ausgang. Alles klar. Ne, weil. Muss ja hier irgendwo noch hingehen. Ach du einer. Ich will nicht, wenn wir mal den Cupcake machen. Die anderen Boni, die halten aber auch nicht so wirklich lang. Nochmal gucken, vielleicht ist das auch später so, wenn die wenn meine Charaktere weit genug aufgelevelt haben, dass die Attacken dann auch noch aufleveln, dass du bessere sozusagen bekommst. Wer weiß? Na komm, du guckst doch schon so K.O. Reicht doch. Aber hier muss definitiv noch irgendwas kommen. Und mal, hier ist was, hier ist was, hier ist was. Nee, komme ich hier nicht her? Ich laufe hier irgendwie mit dem Kreis? Was soll denn das? Ja, aber irgendwie geht's hier in der Höhle nicht weiter, also. Keine Ahnung. Würde ich sagen, gehen wir einfach mal zum dritten. Vielleicht kommen wir da irgendwie weiter. Wo wir erstmal auf ein paar Schleimbeutel treffen, alles klar. Was ist los mit euch? Immer schön Flächendamage hier. Oh, ein neuer Herausforderung. Phantom Foxy! Jawohl, ein neues Mitglied! Besiegt ihn! Regenzong auf jeden Fall. Okay, da müssen wir uns jetzt Mühe geben. Hot Cheese! Und da können wir auch die Poppers wieder verwenden. Das heißt, ich schwitze gleich mal rum zur anderen Grippe hier. Nicht Grippe, Gruppe. Und die Poppers, davon jetzt ganz viele. Scheiße. Pizza Wheel. Du trittst meinem Team bei, ob du willst oder nicht. Munchies! Attacke! Birthday! Baseball! Scheiße, die. Das war's schon! Das hätte mir schwieriger vorgestellt. Yeah! Ein Phantomfoxy, sehr schön.
Juhu, dass man nämlich wirklich erstmal warten, bis man hier die. Obwohl, das sind ja nicht mal alles hier Phantomen. Sehe ich ja gerade. Aber trotzdem würde ich sagen, ich ersetze erst wirklich ein Team. Obwohl halt auch die Frage ist, wegen Balloon Boy, wie die Attacken. Also, das muss ich noch gucken, ob ich dann wirklich hier alle Viere gegen die dann ersetze. Auf jeden Fall die Charaktere, die bekommst du nicht einfach umsonst freigeschalten. Also, die machen dann auch schon was. Das muss man dann strategisch abwägen, wer was kann. Aber gut, fehlt noch der Schlüssel. So einfach kann man neue Teammitglieder bekommen. Verwirrten Leuten einfach mal das Mikrofon an den Kopf schmeißen. Das ist eine gute Devise. Hatte ich jetzt von dir eigentlich schon was gekauft? 299. Na ah, komm, nehmen wir einfach mal. Ja, die Chica, die vom Halloween-Update von Teil 4 war, genau. Gut, lasset uns die Hölle besuchen. Aber da kommt man ja irgendwie nicht rein. Ach, Mensch, ihr blöden Wumms. Ist das niedlich. Das ist Klein Eckbert. Der heilende Willi und der killende Eckbert. Ich hoffe, ich vergesse die Namen nicht. Und da sie nur Gehilfen sind, können sie auch nicht sterben. Ja. Gut, hier geht's auch nicht weiter. Gibt's irgendwie Spezialgegenstände, die man braucht? Oder wie sieht's aus? Ja, da unten war wieder ein Gegner, habe ich schon gesehen. Ach du Kacke. Erstmal ruhig stehen hier. Schön, dass ihr so viel Spaß habt, aber euch goldene Freaks will ich jetzt nicht unbedingt dazu leiten, mich zu killen lassen. Hier können wir, glaube ich, nämlich wirklich die Poppers hier brauchen. Hier hat er seine Sense geschmissen. Eieieiei, die machen auch Damage. Cupcake, unbedingt. Leute, wir brauchen mal den anderen hier. Wo ist er denn? Der Partyball. Birthday, hier genau. Jawohl, wir haben sie fast. Weiter, 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 weiter. Und weg mit euch! Bam! Machen noch nicht ganz so viel Schaden, die Kugeln, aber ist schon ordentlich. Komm, Eckbert, schmeiß deine Sense! Mach sie alle! Eckbert, du musst doch schon treffen. Komm, Wasserhose. Bam! Keine Erfahrung? Ich meine, ja, sehr schöne viele Tokens, aber die Erfahrung wäre mir lieber gewesen. Wie komme ich da an die Truhe ran? Diese dämlichen Steine, überall diese Hindernisse, aber du kannst sie nicht wegräumen. Na gut, aber die geben wenigstens mal ein bisschen Erfahrung, ja. Eckbert ist mächtig. Wenn er trifft. Wahrscheinlich haben dann die besseren Level einfach nur eine höhere Chance, die instant zu killen. Ein nicht zu unterschätzender Gehilfe. Jawohl, Eckbert, pipi, brauche ich was gar nicht mehr machen. Und bada boom. Yeah. Okay, bald zu Hause die ganzen Läden leer kaufen.
Schon wieder dieses scheiß Auge, verpiesel dich! Wir haben dich schon mal besiegt. Alter! Instant killt dir einfach mal. Ich glaube, es hat. Ey! Das ist nicht nett. Eckbert, mach was. Poppers. Genau, bevor man die Chance vergeben hier. Geh weiter und Cupcake. Alter, der. Wir müssen den ganzen hier umlegen. Komm, Schaden, 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 Schaden. Irgendwie die zweite Gruppe mit den neuen Animatronics, die heilt hauptsächlich, aber so richtig Schaden macht die nicht, finde ich. Vielleicht muss ich dann zwischendurch durchwechseln, damit er die nicht angreift. Ich weiß es nicht. Na gut, aber hier haben wir auch noch kaum Leute. Nein, switchen. Scheiße, also das bringt's schon mal nicht, okay. Aber komm, wir haben ihn gleich. Bam! Gibt's ja wohl nicht. Wie viel Erfahrung brauchen meine denn noch bis zum Level-Up hier? Das sind schon Level 12, okay. Boah, 1000 Erfahrung für ein Level, ey. Eww. Ich war komm jetzt strong. Ja, halt, die wollte man nicht. Chips. Wir wollen noch mehr Kometen, die runterfallen. Ich liebe es. Aber trotzdem geht es hier noch nicht so wirklich weiter. Ich frag mich auch, wie der Cupcake... Oh. Von der Schaden macht. Schmeckt der so widerlich, dass der schon Bauchschmerzen anregt oder wie sieht's aus? Jawohl, immer drauf da! Dem kann ich eh nicht mehr zu helfen, so wie er rumwiggelt da. Tja, irgendwie, das muss ja auch da oben bei dem komischen Objekt da weitergehen, aber wenn du halt hier auch die Tour haben könntest, die man auch nicht kriegt. Subi. Ja, Kämpferei ist ein bisschen einseitig, aber naja, dafür ist es ja auch ein RPG. Achso, halt, ich muss ja zurück. Warte mal, ich würde sagen, wir gehen mal nochmal zurück hier. 1000. Weil irgendwie musst du da oben an den Schatten rennen, aber wenn du so in der Höhle nicht weiterkommst. Habe ich hier unten vielleicht irgendwas übersehen oder. Ah, hier geht es auch noch weiter. Aber helfen tut das nicht. Und da kommst du dann direkt zum Schnee wieder hin. Ich guck mich erstmal nochmal kurz um. Komm hier mit dem Riesenrad, kannst du aber. Ach, hier geht's weiter. Okay. Das habe ich gar nicht gesehen, weil ich dachte, irgendwie bei der Schattenfigur muss es weitergehen. Auf jeden Fall nicht weiter runter als drei geglitschte Objekte. Das habe ich mir gemerkt. Und in dieser Welt kannst du wohl auch auf keine Gegner treffen, so wie es aussieht. So, kommst du nur hin? Quickstart Party, okay. Der macht was? Your party has an element of surprise. Achso, wahrscheinlich, dass alle bereit sind, aber ganz ehrlich, nee. Da nehme ich lieber dauerhafte Verteidigung und Schaden. Da sie mir lieben. Komm, du kleiner Schleimball, das hat keine Chance. Hau ab! Kusti! So. Sag, hier gibt es so eine versteckten Wege, die siehst du sonst gar nicht. Gut, aber dann gehe ich nochmal schnell zurück in das geglitschte Ding rein. Aber schon weg. Und mal gucken, was da noch für Wege gibt. Bis gleich.
Wobei man hier. Ja gut, man sieht es nur sehr schwer, weil der hier ist, der Stein ist gar nicht. Also ich weiß nicht, ob ihr meinen Mauszeiger seht, aber der Stein direkt unter dem Riesenrad, der ist ganz dunkel und der blinkt hier so. Deswegen ist ja auch der geglitschte. Aber okay, dann ging es ja noch hier oben weiter. Ach du Scheiße, wird das creepy. Hat er schon was vom dritten Teil oder so? Warte mal, okay. Wo die Gänge sich einzeln miteinander verbinden und... Jetzt sind wir anscheinend hier, alles klar. Ich meine, warum nicht, ne? Ach, Eckbert, du brauchst doch deine Sense nicht werfen, der ist doch schon besiegt. Gut, das Gespräch noch schnell. Hey, du hast den Lilligesee erreicht. Von hier an weiß ich nicht, wo dein Abenteuer dich hinbringen wird. Du solltest auf jeden Fall deine Augen nach anderen geglitschten Objekten auffallen halten. Sie sind die einzige Möglichkeit, um dich zu Orten hinzubringen, die ansonsten unerreichbar sind. Sei auf jeden Fall vorsichtig in den Wassern des Lilligesees. Oder, nee, Lake ist ja eigentlich das Meer, Lady Meer ist genau. Ich habe gehört, dass hier ein Seemonster. Oh. Ja, alles greift random an, oder? Derjenige, der die ganzen Fäden im Hintergrund zieht, guckt immer zu. Und er erlaubt es dir vorzuschreiten. Folge der Spur, den sie dir vorgegeben haben, finde die Uhr. Jetzt habe ich das andere wieder nicht gelesen. Dammit. Ich mache da wieder die Übersetzung drüber. Ende 02. Nicht so niedlich, aber mehr praktisch. Okay. Und mit dieser friedvollen Musik sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Von Five Nights at Freddy's World. Mit eurer UKK. Tüdelü.